Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Benny Channel. Wir spielen heute die letzte Koop-Mission hier in Assassin's Creed Dead Kings 2024. Die Multiplayer-Funktion für den Koop-Modus gibt es nicht mehr. Dafür können wir das als Singleplayer spielen. Und wir bekommen auch 3 Belohnungen, wenn wir das 3-mal durchspielen. Ja, und hier findest du die Mission auf der Karte. Die letzte Ölung, maximal 2 Spieler. Wir werfen einen Blick in die Gesamtsynchronität und sehen da hier, dass es 3 Belohnungen gibt. Eine Lanze von Saint-Denis. Und die ist sogar ganz brauchbar, wie man sieht. Also sie hat gute Werte, ist fast am Ende der ganzen langen Waffen. Ich verbessere sie auch gleich auf plus 25% Schaden. Und so sieht sie aus. Nichts Besonderes. Ebenfalls in dieser Koop-Mission finden wir Schwert der Nationalversammlung. Auch das Schwert hat gute Werte und ist ganz brauchbar. Kommt natürlich nicht ganz an Shukas Adler ran, aber sieht gut aus und kann man benutzen. Und im dritten und letzten Durchlauf können wir die Lanze des starken Arms bekommen. Auch die ist ganz fähig und die kann man auch gut benutzen. Lanzen haben grundsätzlich eine gute Reichweite. Der Trauerzug wird heute durch das Stadtzentrum verlaufen. Das wird einfach. Wir greifen an, die sterben, wir sind reich. Ich weiß nicht recht. Irgendwas passt mir nicht. Liegt an der Hure letzte Nacht. Er sollte lernen, seinem Instinkt zu trauen. Und auf geht es in die Koop-Mission als Singleplayer. Unsere erste Aufgabe ist, den Trauerzug zu begleiten und ja, während der ganzen Mission von A bis Z verteidigen. Als Singleplayer dauert die Mission ziemlich lange. Sie ist entworfen für mindestens 2 Spieler und mit 2 Spielern kann man das enorm abkürzen. Und deshalb schneide ich euch die Mission ein bisschen zurecht, so dass es ungefähr auf 14 Minuten rauskommt. Die Mission ist in 3 Aufgaben unterteilt. Wir spielen jetzt die letzte Ölung Teil 1. Und da müssen wir die Anführer töten und das insgesamt 8 Stück. In Dead Kings ist es so, da steht da auch gerade als Tipp, wenn man die Anführer tötet, dann verjagen wir das Fußvolk. Das klappt aber in dieser Mission nur so semi-gut. Vergleichbare Aufgaben haben wir sehr häufig in Assassin's Creed, aber hier ist es so, dass man nicht einfach vorlaufen kann. Also man kann vorlaufen und die Gegner aufspüren und im Voraus ausschalten. Das muss man sogar auch. Aber wir können nur die nächste Welle ausschalten. Also wir können jetzt nicht einfach die nächste Welle ausschalten, dann weiter vorauslaufen, die nächste Welle und die nächste Welle. Wir müssen immer in der Nähe von diesem Trauerzug bleiben. Und wenn wir zu weit vorauslaufen, erscheint die nächste Welle einfach nicht. Außerdem ist es so, dass wir hier, dass man keine Giftbomben benutzen kann oder irgendwelche Waffen, die schon aus großer Entfernung viele Gegner auf einmal auslöschen oder ja, betäuben oder vernichten oder vergiften oder Berserkerpfeile oder ja, die Phantomklinge. Also oft bringt das gar nichts, weil diese Gegner ganz oft zwischen Zivilisten angebracht sind. Komm schon, Weiler! Sag das nicht! Ich war kommen!
So, dann haben wir alle 8 ausgeschaltet. Und dann kommt die nächste Aufgabe. Wir sollen hier an diesem Punkt 3 Bomben entschärfen oder sabotieren. Ja, also hier ist auch noch ein Geschäft, da kann man sich mal frisch aufladen. Das braucht man auch ganz oft. Wenn man diese zweite Aufgabe abgeschlossen hat, dann lohnt sich das letzten Checkpoint neu einladen zu benutzen, bevor man in die letzte Sequenz reingeht, die letzte Aufgabe, weil der letzte Zug dauert ewig und die Wahrscheinlichkeit, dass die Wachen ordentlich was an Lebensenergie verlieren, ist ziemlich groß. Und es wäre echt schade, wenn man so 25 Minuten spielt und das dann kurz vor Ende doch nicht schafft. Hier werden zwar 3 Lebensenergiebalken der Wachen angezeigt, allerdings werden wir schon desynchronisiert, wenn eine ihr Leben verliert. Wenn eine Wache das Zeitliche segnet, ist alles vorbei. Deshalb am besten den letzten Checkpoint neu einladen. Benutzt, nachdem wir 3 Bomben sabotiert haben. Ja, und das Problem hier an dieser Aufgabe ist, du kannst alles vorlaufen, alle abräumen, aber sobald du die Bombe sabotierst, werden deine Dudes in der Entfernung angegriffen und man kann die Angreifer nicht im Voraus erledigen. Man muss sich dem einfach ergeben. Deswegen checke ich hier immer so ab, einmal die Bombe und dann zum nächsten, dann checke ich meine Dudes, ob es denen gut geht oder ob die angegriffen werden. Am besten geht es natürlich hier jetzt mit Berserker-Pfeil. Also da kann man die, wenn man Zeit hat, kämpfen lassen und dann zu den nächsten Dudes gehen. Ja, also hier werden alle Bomben entschärft und ja, meine Leute werden auch schon wieder angegriffen. Und man sieht hier, dass nicht mehr viel Energie übrig bei den Wachen. Und ja, hier die letzte Bombe entschärfen. Das ist nur ein Zusammenschnitt. Siehst du, ich entschärfe die Bombe und ganz weit entfernt werden meine Dudes wieder angegriffen. Kann sie also dann nicht beschützen. Und ich kann das auch irgendwie nicht planen, von welcher Seite sie angegriffen werden. Ja, wenn wir alle 3 Bomben eingesammelt haben, dann drücke ich letzten Checkpoint neu einladen und meine Wachen sind wieder alle bei 100% Lebensenergie. Ist frei! Auf nach Paris! Voila! Allerdings muss tatsächlich die letzte Bombe auch eingesammelt sein, sonst ist das nicht der letzte Checkpoint. Bürger, bleib stehen! Und da werden sie auch gleich wieder angegriffen. Gut, wer sich ordentlich aufgefrischt hat. Den Händler habe ich ja eben gezeigt. Ja, da sollte man sich ordentlich auffrischen, denn die Rauchbomben, die brauchen wir auf jeden Fall. Und am besten auch noch Betäubungsbomben dazu. Und am besten hat man eine Ausrüstung, wo man viele Rauchbomben, Betäubungsbomben und Phantomklingen dabei führen kann. Ja, die letzte Aufgabe ist so wie die erste Aufgabe. Wir müssen vorauslaufen und den Weg frei machen. Das funktioniert so ein bisschen. Wie bei Gears of War, die Todeswellen. Wir
Wir müssen immer diese Wellen überstehen. Und ja, das fühlt sich an, als wenn es forever geht. Auf der Karte kannst du ganz gut sehen, dass ich nicht richtig vorlaufen kann. Also die roten Gegner sind erst dann erschienen, als mein Trauerzug nah genug dran war. Oft sind die Gegner auch zwischen Zivilisten, so dass man nicht einfach dahin rennen kann, die Phantomklinge benutzen. Hier sind sie zwar in so einem Eingang. Hier könnte ich eine Giftbombe benutzen. Aber für den Anführer muss ich mindestens zweimal eine Giftbombe verwenden und dann sind die schon weitergelaufen. Ja, also ganz oft ist es auch so, dass man nicht nur den Anführer töten kann. Also ich nehme mir das ganz oft vor, aber entweder erscheint er zu spät. Der wird zu spät kenntlich gemacht, dass es der Anführer ist. Oder er erscheint zu spät auf der Karte. Ja, gefühlt dauert das forever, diese letzte Aufgabe. Und schaut mal an, hier sind einige Gegner. Schaut mal an, was da noch auf der Karte drauf ist. Da müssen wir das auch alles erstmal schaffen. Und da sind noch mehr und es kommt noch mehr. Da ist da noch mehr, zwei Gruppen noch. Also, hier ist das große Finale. Und die Passanten da im Weg. Ah, so, geschafft. Endlich. Ruhe. Oh, da ist noch einer. Und wir haben jetzt hier die letzte Aufgabe in Assassin's Creed Dead Kings abgeschlossen. Das bedeutet, ich bekomme mein 100% Synchron Achievement für Dead Kings und außerdem alle Koop-Missionen abgeschlossen. Dafür gibt es auch ein Achievement und ja. Endlich raus aus dieser jämmerlichen Stadt. Was hat sich Rousseau nur dabei gedacht, als er in dieses Rattenloch zog? So, da haben wir es bekommen. Die Belohnung Lanze von Zorn Phoenix und außerdem das Achievement Dead Kings 100% synchron erreicht. Und noch ein Achievement, 1,78, die Überfall- und Koop-Mission abzuschließen. Das war die Aufgabe für dieses Achievement. Ja, wir haben Dead Kings jetzt komplett abgeschlossen. Juhu, und können uns anderen Aufgaben hier auf MidiBenny Channel widmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann, tschüssi. Hier ist, was ich habe.
Hier gibt es viel zu stöbern. Ich warte auf deine Rückkehr, Eivor. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist.